So, und damit herzlich willkommen mal nochmal zu einem Minecraft-Video und diesmal ist es nochmal ein Update-Informationsvideo für euch. Und heute am, wie viel ist heute? Der 27. Oktober 2017 ist jetzt noch ein quasi, wie soll man sagen, Halloween-Update rausgekommen, nenne ich es jetzt einfach mal, aber es ist eigentlich mehr ein Update für die Minigames. Aber bevor wir hier auf die ganzen neuen Minigame-Features eingehen, schauen wir uns jetzt mal noch ein neues Skinpack, was dazugekommen ist, an. Da muss ich dann jetzt einmal kurz da drauf gehen und das ist ein Stranger Things Skinpack von Netflix, irgendwie von einer Serie wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, wo das jetzt hier ist. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Ah, das ist Lagerfeuer. Hier ist es auch mal noch nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt alphabetisch geordnet. Da ist es hier, Stranger Things Skinpack, und da können wir uns einmal, die sind alles kleine Leute, die sind alles so ein bisschen kleiner, kommt mir so vor. So etwas, die wirken irgendwie ein bisschen kleiner, kommt mir wirklich so vor. Aber das sind einfach ganz normale, ja, Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich kenne die jetzt nicht alle, aber auf jeden Fall die Leute, die das wahrscheinlich bei Netflix gucken oder so, die werden wahrscheinlich die Leute alle erkennen. Ob die jetzt so schön detailgetreu nachgemacht sind, weiß ich jetzt nicht, aber sehen auf jeden Fall mal ganz ordentlich aus, dass das so ein komisches Monster, wie es aussieht. Der sieht cool aus, ein Sheriff. Den finde ich echt nice. Eigentlich hat es ein bisschen was von Rick. Nein, könnte aber egal. Auf jeden Fall dann hier eine im, ja, sieht aus wie Schlafanzug so. Dann die ist mit, was weiß ich, ist auch alles komisch, sehen alle auf jeden Fall eigentlich ganz ordentlich aus. Muss man sagen, das kann man auch mal für normale Skins nehmen. Also wenn man sich einfach so ein eigenen Charakter machen will. Steve, das ist mal ein ordentlicher Steve. Nein. Da, der sieht auch ganz cool aus hier, muss ich sagen. Und das, ja, das sind dann hier so ein paar. Der ist eigentlich auch ganz nice, finde ich. Der hat auch was in hier. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Mr. Clark. Und dann halt hier, ja, da ist so ein komisches Ekelviech. Keine Ahnung, wo den Mund so offen hat. Aber, und dann hier so ein paar Zombies oder was das ist. Schlabbert der irgendwas oder ist das die Zunge? Ich denke mal, dass das die Zunge ist, das Grüne, was da rausguckt. Und, ja. Das sind dann hier, sind wir, glaube ich, schon nochmal beim Anfang, oder? Nee, das, den hatten wir auch noch nicht. Das sind mit einer Jacke an. Und hier, auf jeden Fall muss man sagen, sieht auf jeden Fall ganz ordentlich aus, kann man nichts dazu sagen. Es sind noch recht viel Skins, wirklich, muss man echt sagen. Also das, ich weiß jetzt nicht, wie viel das kostet, das Skinpack. Aber dafür sind auf jeden Fall richtig, richtig viele Skins dabei. Muss man wirklich sagen. Hier, der sieht auch cool aus mit der Irokese. Der ist richtig geil. Den finde ich echt nice. Und ja, ansonsten so alles Mögliche. Also sind bestimmt schon... Jetzt sind wir... Ne, sind immer noch nicht beim Anfang. Also jetzt sind wir nochmal hier beim Anfang. Aber das sind locker 30, 40 Skins oder so. Also das sind richtig viele, muss man echt sagen. Also ich denke mal, wenn man sich das holt, lohnt sich das auf jeden Fall... Weil ich meine, die Skins sehen alle ordentlich aus, die kann man eigentlich auch alle in allem gut spielen irgendwie, muss man sagen. Egal, was man jetzt macht. Und ich glaube, da kann man eigentlich nichts dazu sagen. Ist auf jeden Fall ordentlich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt hier weiter zu den ganzen neuen Minigame-Änderungen. Und es ist beim Sturz, ja doch, beim Sturzspiel, ich muss mal, kann ich gucken, kann ich die Karten auswählen? Weitere Option. Spieltyp gemischt. Schneebälle. Achso, hier kann man nicht irgendwo die Karten noch auswählen. Öffentlich. Ne, ich weiß, hier kann man das anscheinend nicht, aber es ist auf jeden Fall beim Sturz-Minigame noch eine extra Karte dazu gekommen, die halt begrenzt ist. Wahrscheinlich so lange halt ein bisschen mehr als Halloween, würde ich mal sagen. Ein bisschen weiter, so bis zum 5., 6. November, würde ich jetzt einfach mal schätzen oder so. Die wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen verfügbar sein. Und dann haben sie natürlich halt irgendwie hier beim Minigame-Kampf haben sie ganz viel geändert. Da kompetitiv, ja, da kann man hier, da haben sie hier schon, haben die hier richtig viel da Benutzer definiert, da kann man dann jetzt quasi hier ganz viel einstellen. Karten auswählen, da haben sie, glaube ich, nichts neu dazu gemacht. Die haben sie jetzt auch mal alphabetisch geordnet, merke ich gerade, oder? Sind die auch mal, ne, die sind nicht alphabetisch geordnet, aber trotzdem, auf jeden Fall kann man jetzt hier Rundenlänge normal kurz, ist ja klar, das konnte man auch vorher schon einstellen, zentrales Erscheinen kommt auch einstellen, dann benutzerdefinierte Optionen, Leben pro Runde, so, das heißt, man kann jetzt hier mal einstellen, wie viel Leben man hat pro Runde, das heißt, wenn ihr wirklich richtig ewig lang spielen wollt, könnt ihr auch sagen, ja, jeder Spieler 10 Leben, und dann bin ich mal gespannt, auf wen wir das verändert, das Kampfminispiel deutlich, das ist wirklich ein richtig ordentliches Update, finde ich mal, für das Kampfminispiel, das belebt das mal nochmal richtig ordentlich, würde ich sagen,
Und da hätte ich auch nochmal richtig Bock darauf, was zu spielen, auf jeden Fall. Dann hier kann man noch entscheiden, als was man quasi der Zuschauer ist. Als Fledermaus, als Papagei kann man noch sein. Als Plagegeist kann man auch noch rumfliegen und als Kopf. Alle Skins erlaubt, da kann man dann hier noch einmal entscheiden. Da kann man wahrscheinlich, wenn man tot ist, kann man selber entscheiden, was man ist. Und das wird einfach zufällig ausgewählt. Dann Gegenstandspakete, normal. Ein normales ausgewogenes Paket an Gegenständen. Da kann man dann hier quasi gucken, was man alles irgendwie in den Kisten wahrscheinlich hat. Keine Rüstung, das heißt hier ohne Rüstungen kann man spielen. Mächtig. So, die machtvollen Gegenstände im Minecraft. Das heißt, dann ist wahrscheinlich nur so Diaschwert und irgendwie was weiß ich, Stärke 5 Bogen oder sowas. Oder ich weiß ja nicht, was die da alles reinmachen. Zerfallen. Das ist, glaube ich, dann das, wo man quasi einstellt, dass dann die ganzen Gegenstände, die man hat, irgendwie alle nach ein paar Schlägen kaputt gehen. Jeder Gegenstand geht nach nur wenigen Einsätzen kaputt. Ja, steht auch da. Und dann Nahrungszentrum. Da kommt dann wahrscheinlich nur die mittleren Truhen beinhalten Nahrung, die äußeren Truhen nicht. Das heißt, wenn man Nahrung haben will, muss man halt in die Mitte gehen. Das kann eigentlich auch nochmal was verändern. Man kann hier da Hungereinstellungen, da kann man auch einstellen, wie schnell man quasi Hunger verliert. Anti-Camper. Alles klar, schon allein wie die Sachen genannt haben. Spieler heilen schneller als üblich. Das heißt, da kriegt man schneller Regeneration. Was ist das? Leicht veränderte Hungereinstellungen, um zu verhindern, dass Spieler an einer Stelle bleiben. Das heißt, quasi, wenn man wahrscheinlich campt oder wenn man irgendwie stehen bleibt, so, dass man halt schneller Hunger verliert. Oder keine Ahnung. Keine Verhungerung, das heißt, man kann nicht sterben, wie es aussieht. Dann ständige Heilung. Spieler regenerieren mit der Zeit konstant Gesundheit. Alles klar, kein Hunger. Hungerleiste wird gar nicht verwendet. Das ist auch gut, finde ich. Also, das finde ich eigentlich auch ganz nice. Dann Bleifüße. Rennen, Sprinten und Schwimmen verursacht viel mehr Erschöpfung. Das finde ich eigentlich ganz nice, aber ich finde es schade, dass man nur eine Einstellung davon machen kann, sondern dass man nicht alles irgendwie, also dass man mehrere Sachen gleichzeitig anhaben kann. Das finde ich ein bisschen schade. Aber besser als nichts auf jeden Fall. Immer hungrig. Jede Aktion verursacht mehr Erschöpfung als gewöhnlich. Dann Rundenanzahl kann man auch noch verändern. Das heißt, hier einmal bis zu 10 Runden kann man spielen. Heißt das, ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, die Anzahl an Runden, die das Spiel dauern wird. Das heißt, 10 Runden, wer mehr davon gewonnen hat, hat halt dann gewonnen. Dann Kartengröße automatisch. Ah, da kann man dann gucken. Ah, haben die noch extra plus Karten hinzugefügt? Also sind die Karten jetzt nochmal extra überarbeitet und haben die noch größere Karten für 16 Leute gemacht. Das wäre richtig nice. Das heißt, man kann jetzt auch selber entscheiden, quasi, welche Karte man haben will. Ob man auf der kleinen spielen will, ob man auf der großen oder dann groß plus. Ich weiß nicht, was das ist. Karten sind. Wie große Karten bei beinhalten aber zusätzlich Hilfe durch Truhen. Das heißt, ah, da sind halt nur mehr Truhen wahrscheinlich da. Ah, das finde ich schade. Wäre geil gewesen, wenn die gemacht hätten, dass es nochmal extra größere Karten für 16 Spieler gemacht hätten. Das wäre auch noch richtig cool gewesen. Bei Spielen mit mehr als 8 Spielern auf einer kleinen oder großen Karte wird die zentrale Erscheinungsoption automatisch deaktiviert. Alles klar. Dann kleines Inventar. Das ist dann so. Natürliche Regeneration kann man auch sogar ausmachen. Das heißt, man kann nur durch goldene Äpfel, glaube ich, regenerieren. Alles nehmen. Spieler können eine Truhe in einem Rutsch leeren. Das finde ich auch cool, dass sie das weggemacht haben. Das kann man. Das finde ich echt nice. Sie haben jetzt hier wirklich komplett alles. Man kann wirklich alles selber einstellen, wie man das machen will. Und das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Auch wenn jetzt keine neuen Game-Features dazugekommen sind, also für das Survival-Game oder für Kreativ-Heads halt zu spielen von Minecraft, ist aber dafür wirklich beim Kampfminispiel deutlich was dazugekommen. Und das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Da kann man jetzt auch wirklich viel, viel individueller alles gestalten. Ich weiß nicht, ob die beim Kleid-Minigame auch sowas gemacht haben, aber nee, da gibt es das nicht. Das ist nur wirklich beim Kampfminispiel. Aber das soll auf jeden Fall reichen. Das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Und ja, das war eigentlich so alles von dem Update, was es neu gab, würde ich sagen. Und wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.